So, da sind wir in der nächsten Folge. Diesmal mache ich wieder mal die schöne, wundervolle Ansage. Mhm. Der Yannick, der kommt jetzt auch rüber. Ja, ich will nicht von ganz oben nach unten fallen. Autsch. Das geht schon ganz gut. So, kommst du dann auch hier hoch, wo ich gerade bin? Und immer sneaken. Ich glaube... Nee, nee, warte, ich stelle mich nochmal auf den Baum, damit ich eine bessere Aussicht habe. Aber wirklich, ich habe mir das nicht eingebildet. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Das ist echt scheiße. Man kann sich, wenn man da steht, kann man sich einfach nicht orientieren. Wenn man dann da so drumrum gehen muss. Hier war irgendwo eine Kiste. War die hier in der Nähe, oder? Die war hier irgendwo in der Nähe, ja. Die war auch in so einem größeren Baum. Okay. Ich war sie ja in dem hier. Glaube ich nicht. Die würde man sehen. Also wenn man auf dem Baum steht, sollte man die eigentlich auch schon sehen, denke ich mal. Ja. Oh, ein Apfel. Also bei mir sieht es gerade sehr schlecht mit dem Essen aus. Wir könnten mal, ich habe noch 3 Raw Beef. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe auch noch rohes Zeug, aber ich habe hier auch einen Ofen. Den könnten wir mal... Dann können wir den gerade mal hier hinstellen. Obwohl, ich würde das jetzt nicht unbedingt hier oben. Na gut, machen wir es hier oben. Falsch, Norm. Wie viel Kohle hast du? Ich nehme mal gerade die Hälfte. Ich habe nochmal 21. Okay. Ja gut, in der versteckten Kiste haben wir eigentlich auch. Okay, genug. Wir sind jetzt gar nicht mehr auffällig. Gar nicht, nein. Überhaupt nicht. Gar nicht. Ich halte es für ein Gerücht, dass wir hier auffallen. Aber wirklich, da war irgendwo... Oder war es ein Texturenfehler? Ach, ich egal, wir gehen gleich nochmal da hoch, wenn es Tag ist, okay? So. Also das nächste Fleisch ist für mich. Ja, jeder bekommt 3. Aber dann sollten wir auch ein paar Kühe töten, wenn wir welche sehen. Wir gehen dann einfach auf diese Wiese da, oder? Okay, die letzten 3 Fleisch sind für dich. Okay. Ach, toll, danke. Ja, okay, also dann haben wir genau die Hälfte. Ja, 3. Haben wir. Okay. Ja, wir gehen da gleich nochmal hoch, aber wirklich, ich habe das da gesehen. Ich habe außerdem noch ein Schweinefleisch und ein Hühnchen. Ich schwöre, ey. Ich habe das da gesehen. Ich schwöre. Warst du mal beim Arbeitsamt? Nee, noch nicht. Was da teilweise für Leute rumgurken. Ich hab ein Video darüber gesehen. So klischeehaft. So klischeehaft. Ich war da mal Anfang diesen Jahres bezüglich Bewerbungstipps. Mir meinte mal jemand, ey, geh da hin, man glaubt es nicht, aber die haben wirklich gute Tipps und so. Ich hab so, okay. Glaube ich dir zwar nicht, aber ich gehe da mal hin. So, da war ich da. Und die Tipps waren nicht gut. Und klar, ist ja nur das Arbeitsamt. Naja, also man muss ja sagen, die Agentur für Arbeit heißt sie ja. Die haben ja so Job, die haben eine Jobbörse. Die haben Berufe, nicht eine Jobbörse und so. Bei der Jobbörse sind echt gute Angebote drin. Vor allem die Arbeitgeber inserieren auch da, weil die wissen, dass auch andere Leute da durchaus drin gucken. Also jetzt nicht arbeitslose Leute, die arbeitslos sind, sondern auch durchaus normale Leute. Arbeitslose Leute, die Arbeit suchen, hätte ich nicht gedacht. Ich meine, in der Jobbörse hast du halt alles direkt übersichtlich. Weißt du, was ich meine? Ja, verstehe schon. Und wie gesagt, die Arbeitgeber inserieren da auch direkt oft rein. Also ich habe da so ziemlich auch jede große Firma hat da irgendwie ein Inserat drin, wenn sie Stellen suchen oder Auszubildende oder sonst was. Kommst du zu mir? Wenn ich will hier nicht so alleine rumstehen. Ja, wo bist denn du? Oh, scheiße, Yannick. Ich bin wieder unterhalb. Geh in Richtung deines Dingsbumses da. Folg dem Waypoint. Okay, zum Zerstörer. Vor 5000. Zum Aber wir hatten auch mal in der Schule, ich weiß nicht. Yannick, komm bitte hin, ich bekomme hier Paranoia. Ja, ich gehe jetzt. Die Gegner können hier irgendwo in der Nähe sein. Bist du gerade bei einem Creeper? Okay, ich sehe dich. Siehst du mich? Siehst du mich? Ich bin hier oben. Ja, ich sehe dich. Okay, ich renne nur gerade hier rum, weil ich ein Viechchen getötet hat. Das ist gut. So, dann kommen wir hier hin. Ich weiß nicht, ob es 8. oder 9. Klasse war. Irgendwann haben wir auch so in der Schule mal so einen Test gemacht über so 2-3 Tage. Da wurden wir halt so getestet, keine Ahnung. Und dann wurden halt uns eben Jobempfehlungen ausgesprochen. Ja, das war bei uns zum Glück nie der Fall, weil ich weiß, dass solche Jobempfehlungen meistens ein bisschen behindert sind. Ja, und mir wurde gesagt, ja, kaufmännisches Zeug. Ich habe dann. Wurde das nicht irgendwie jedem gesagt? Ja, ich habe Praktikum gemacht. Das war so scheiße langweilig. Also nichts gegen die lieben Kaufmänner im Einzelhandel. Aber für mich wäre das auch nichts. Definitiv nichts. Also für alle, die nicht wissen, was Kaufmann im Einzelhandel ist, das ist. Ihr kennt doch diese netten Herren im Aldi oder so. Die an der Kasse stehen, nein. Nicht unbedingt die an der Kasse stehen, aber Kaufen im Einzelhandel ist halt... Ja, die Mediamarkt-Berater-Leute sind zum Beispiel Kaufen im Einzelhandel. Zumindest die meisten. Ein paar haben auch andere Berufsbezeichnungen. Aber für mich persönlich wäre das nichts. Das kann durchaus Leute geben. Ich meine, es geht ja hauptsächlich nicht unbedingt um das Geld eines Berufes. Doch, geht es. Was sonst? Aber ich meine,
Es kann warum sein, geht man sonst arbeiten, wenn nicht wegen dem Geld? Ja klar, aber es ist so, der Beruf sollte... Sollte schon Spaß machen. Sollte so. Spaß machen. Und wenn du jetzt zum Beispiel zwei Jobangebote hast und der Unterschied beträgt zum Beispiel, ich will jetzt nicht in Euro sprechen, sagen wir mal 10% pro Monat. Das kann eine ganze Menge sein. Mhm. Das kann bei 1000 Euro zum Beispiel schon 100 Euro ausmachen. Sagen wir mal, beim einen Beruf bekommt ihr 900 Euro, beim anderen 1000. Sind das 10%? Das ist nicht 10% Unterschied, oder? Etwa, ich will jetzt nicht, das hatte ich im Kopf. Sagen wir etwa so ein Unterschied von 100 Euro bei etwa 1000 Euro. Das kann eine Menge sein. Das kann bei so einer Menge eine Menge sein. Aber. Wo waren das denn? Ich wollte da nochmal gucken, wo ich die Kiste gesehen habe, aber ich glaube, die sehe ich jetzt nach nicht. Ach, weißt du was? Wir halten das einfach mal im Kopf fest, dass da irgendwie eine Kiste war und. Mhm. Vielleicht habe ich mir das wirklich nur eingebildet. Ach. Egal. Ich könnte schwören, ich habe da gerade Gegner gesehen. Sneaken? Ich war gerade irgendwie so ein komisches Geräusch bei mir auch, ja. Das ist normal. Das ist Minecraft. Das hat sich angehört, das wird ein Typ vorbeifahren. Das muss so sein. Ja, so in der Art. Wohnst du an Schienen oder sowas? Ja, kann durchaus sein. Sneakst du dich da gerade unter mir? Ich sneak hier gerade durch die Gegend. Dann gehe ich mal vorsichtig hier lang. Wir haben leider immer noch nicht die Gegner gesehen, das ist blöd. Wir haben mal wieder spannende Folgen, meine Damen und Herren. Sehr spannend. Aber das Gute ist, wir unterhalten uns über Themen. Ja. Es wäre blöder, wenn wir rumlaufen würden und wieder keine Ahnung hätten, über was wir labern sollen. Könnten wir wieder ein Schweigeduell machen. Nein, definitiv nicht. Das wird ziemlich scheiße. Wie lange geht denn die Folge noch? Die Folge geht doch ein bisschen, 9 Minuten. Das ist super. Ich hoffe, wir finden hier Gegner. So, sollen wir dir ein bisschen Tipp geben, dass wir gerade hier sind, wo wir sind? Das könnten wir tun. Sollten wir das? Warum liegt hier ein XP-Point rum? Hier. Warst du seriös? Die könnten hier durchaus sowas von in der Nähe sein. Wir passen einfach mal. Wir bleiben mal hier in der Wüste. Ich denke, die laufen hier irgendwo rum. Oh Gott, das Skelett, ey. Aber die Skelette sind so scheiße. Das wäre eigentlich so eine gute Idee, sich einfach einen overpowerten Pfeil und Bogen machen und wenn man schießt und der Gegner denkt dann einfach, das ist ein Skelett. Weißt du? Wenn du so einen Power 5 Bogen hättest, bräuchtest du vielleicht 3, 4, 5 Schüsse und der Gegner denkt einfach, das ist ein Skelett und würde sich gar nicht weiter umschauen. Das wäre irgendwie genial. Dann machst du noch ein Skelett-Skin und dann passt das. So einen Skelettkopf aufsetzen. Und ja, dann müsste man aber die Rüstung ausziehen, das wäre nicht so geil. Das ist genauso wie bei den Unsichtbarkeitszwängen. Es mag ja sein, dass die eine Menge bringen, aber sobald man was in der Hand hat, sei es ein Schwert oder so, ist man im Arsch, weil man darf keine Rüstung tragen und ich meine, das bringt dann einfach gar nichts. Selbst mit einer Waffe muss man immer noch eine ziemlich lange Zeit darauf schießen und der Gegner braucht einen ohne Rüstung nur 2-3 Mal mit einer Waffe anschießen und du bist tot. Das ist viel zu riskant. Ja. Lieber einfach ansneaken, das ist besser als Unsichtbarkeitstränke. Vor allem sieht man ja auch noch, wenn man sehr aufmerksam ist, die Blubberblasen. Mhm. Also das ist, also Unsichtbarkeitstränke sind jetzt... Nee, nicht so das Wahre. Nicht wirklich was. Also ich habe schon so oft auch beim Bedrock Tower Battle... Was du wahrscheinlich nicht kennst, hat ja auch einmal doch mich. Ich habe da mal im Livestream mitgemacht. Okay. Ja, also da gibt es auch Unsichtbarkeitstrank und viele haben mal versucht, den Unsichtbarkeitstrank zu benutzen, aber sobald man das Schwert halt sieht, kannst du es vergessen. Mhm. Ich meine, ja, man darf halt eben keine Rüstung anhaben. Dann gibt es noch so Spezialisten, die lassen die Rüstung an. Das ist sinnvoll. Das ist sehr sinnvoll. Wir bleiben in der Wüste, haben wir gesagt, ne? Mhm. Okay. Wir sind zwar auf offenem Feld und die können uns zwar leicht sehen, aber besser als im Wald, dass die uns sehen und wir die nicht sehen. Ja, ne? Weil hier an der Wüste können wir die auch nicht leicht sehen. Okay, sollen wir denen einen Tipp geben? Kannst du ja machen, wenn du willst. Sollen wir das machen? Ich würde sagen, wir gehen zuerst noch auf die Wiese, holen uns ein bisschen Fleisch und dann geben wir denen mal einen Tipp und dann können wir uns mit unserer Sniper da mal so aufstellen, dass wir das gut sehen können und dann können wir mal versuchen, sie ein bisschen abzusnipen. Dann vercampen wir uns irgendwo. Nee, nicht vercampen. Verstecken. Sagen wir einfach verstecken. Kommt das Gleiche raus, klingt aber besser. Ja. Ist ja nicht verboten, solange man es nicht am Spawn macht. Und solange man keinen Turm dafür baut. Genau. Außerdem, so wirksam ist es nicht. Die müssen halt wirklich stillstehen. Und selbst dann brauchen wir etwa 2 Schuss, die treffen. Ja. 2 Schüsse, die treffen und dann erst bringt das was. Warum war das eben ein Bug bei mir oder... Ist da tatsächlich auch ein Baum abgebaut am PC-Dorf? Nee, das ist ein Bug von mir, okay. Okay. Da ist eine Kuh. Ich hole mir gerade mal die Kuh. Oh ja, essen. Hast du den Ofen abgebaut? Ein Baumschwein. Baumschweine sind genauso wie Baumkühe besonders. Okay. Aber denk dran, aufmerksam zu sein. Immer die Waffe griffbereit haben. Zack, zack, Waffe. Oh ja, Baumschwein. Scheiße, ich kann das gar nicht einsammeln. Weg, Dirt. Weg. So.
Ah, ich habe nur noch 4 Fleischstücke. Das wird echt knapp mit dem Essen. Ja. Die hatten doch eine Farm in ihrer Basis, oder? Ja, wie gesagt, das könnten wir auch mal machen. Könnten wir machen, aber ob das so viel Sinn macht? Ja doch, weil also besser wir haben irgendwie, machen halt uns ein bisschen Arbeit mit einer Farm, als dass wir verhungern. Okay, ich würde mal sagen, wir machen es jetzt einfach so, wenn wir jetzt diese Folge nicht finden, geben wir den nächste Folge mal den Tipp, oder? Mhm, okay, machen wir es so. Wir können wenn sie nicht drauf eingehen, machen wir eine Farm. Wollten wir eh schon mal machen. Ja, aber die Farm, würde ich sagen, machen wir gar nicht unbedingt in der Basis, sondern einfach auf einem offenen Feld, wo wir wissen, dass da eine Farm ist. Das wäre sogar noch viel klugeistischer. Ja, aber dann könnten die das auch klauen. Ja, und? Dann haben wir das nicht. Ja, hast du wahrscheinlich recht. Besser aber als in der Basis. Also da will ich irgendwie gerade gar nicht hin, weil ich habe gerade ein bisschen Angst, dass sie da lauern. Keine Ahnung warum, aber ich will nicht unbedingt jetzt irgendwo hin, wo es eng ist. Sagen wir einfach, ich habe eine Klaustrophobie in Minecraft. Ah ja. Ich meine jetzt mal ganz im Ernst. Wenn du... Auch im Real-Life, jetzt stell dir mal vor, du wüsstest, einer möchte dich töten. Mhm. Würdest du lieber auf offenem Feld sein, wo du ihn auf lange Distanz sehen kannst, oder dich in so enge Räume begeben, wo du ihn röcheln und rein theoretisch ganz nah sein könntest? Das kommt drauf an. Bin ich bewaffnet und womit ist er bewaffnet? Ja. Ich persönlich würde in jeder Situation lieber auf offenem Felde sein und weit weg, als dann auf so ein Psychospiel in engen Räumen einzugehen. Ja, wenn er eine Schusswaffe hat, dann kann er dich ja einfach erschießen, wenn du keinen Phoenix hast. Nun ja, er muss auch treffen. Auf eine sehr weite Entfernung ist das selbst mit Schusswaffen ziemlich, ziemlich schwer. Natürlich ist es nicht so schwierig, wie es in den Filmen ist, wo die Bösen nie treffen. Ich meine, ich kenn's auch diese ganzen Hollywood-Streifen, ja, ne? Wo die vor den Schüssen wegrennen. Da denke ich mir auch nur, ja, klar, genau. Und Schütze schießt auch nicht geradeaus, der schießt immer so mit einem schrägen Winkel, dass man wegrennen kann. Genau, ja. Vor allem die Leute, die dann so in den vorherigen Einstellungen so ultra gut schießen können, ja, treffen dann nichts, dann treffen die nicht mal einen Scheunenrohr. Genau. Ja, das kann zwar durchaus sein, wenn man gerade rennt, aber das ist einfach nur so unlogisch. Du rennst und die Schützen, die schießen ja immer so schräg auf den Boden, nicht geradeaus, weil wenn man geradeaus schießt, dann würde man ja immer einen treffen. Ich meine, man kann ja nicht so schnell rennen wie eine Kugel, die dann irgendwie mit ein paar tausend Meter pro Sekunde, 100 Meter pro, zig bis 100 Meter pro Sekunde, oder 1000? Nee, also 1000 recht, also nicht. Also ein Kilometer pro Sekunde aber nicht, oder? Obwohl, das kommt hin. Also ein Kilometer pro Sekunde kann hinkommen, ne? Ja, ich meine, das sind ja 1000 Kilometer, also 1000 km/h ist ja Schallgeschwindigkeit, oder? 1000 km/h? Also 1000 Kilometer sind ein bisschen übertrieben. 1000, ja, so, 1000 Kilometer pro Sekunde. Janik, überleg dir, was du da gerade redest. Nicht 1000 Meter pro Sekunde, sondern 1000 Meter pro Stunde. Kilometer, also 1000 km/h ist ja Schallgeschwindigkeit, ne? 1000 km/h ist Schallgeschwindigkeit. Keine Ahnung, was ist Schallgeschwindigkeit? Weiß ich gerade selbst nicht, aber 1000 km/h über... Weißt du, wie viel 1000 Kilometer sind? Ja. 1000 Kilometer in der Stunde. 1000... Ach so, in der Stunde. Ja, okay, das kommt wiederum gut. Okay, in der Stunde. Stimmt, okay. Ich bin der Dumme. Ja, ist gut. Wie lange geht die Folge noch? Die geht nur jetzt noch 2 Minuten. Gut, dann gehen wir doch mal da drauf. Und wenn die dann nicht da sind oder wenn wir die dann nicht sehen... Dann machen wir nächste Folge die Anspielung, dass wir da sind. Jo, machen wir das. Das soll jetzt kein Cliffhanger sein, das ist ganz einfach aus organisatorischen Gründen so. Ja, aber wir müssen hier mit den Folgenlängen eigentlich recht streng sein. Genau. Weil sonst dauert das hier noch ewig. Und generell will ich das jetzt nicht jetzt sagen, wenn sie jetzt auf einmal sofort kommen und dann einen Kampf ist und wir dann die Folge beenden müssten, wäre es auch wieder blöd. Dann würde sie erst rummeckern wegen Cliffhanger. Ach ja, jo. Ja, das ist echt blöd, wir laufen wieder nur dumm rum. Ja, das ist wir halt wissen, wo ihre Basis ist, aber wir können da auch nicht warten, weil wenn wir dort warten würden, dann wäre es auch langweilig. Nichts. Ja, und wir bleiben jetzt lieber auf der Stelle, weil es ist besser, wenn wir... Sag mal, hast du hier irgendwie ein Schwein gekillt? Ja, das hab ich gerade. Okay, wo bist du? Ich bin hinter dir, oder beziehungsweise vor dir. Was zur Hölle ist gerade passiert? Ich habe ein Schwein getötet. Wie bist du so schnell da hingekommen? Wir sind hier entlang gegangen. Ja, okay. Alles klar. Komisch. Komisch. Aha. Okay, ja, aber zumindest sollten wir uns jetzt auch nicht irgendwie im Kreis bewegen, weil es kann gut sein, dass die sich im Kreis bewegen und wir bewegen uns auch im Kreis und dann laufen wir immer aneinander vorbei. Das wäre das Blöde. Können die auch mal stehen bleiben, wie wäre das? Na, komplett stehen bleiben nicht, aber in der Gegend bleiben, was wir gerade hier machen. Könnte, denke ich mal, ganz nützlich sein. Ja. Und wenn die anderen haben genau die gleiche Idee, nur in einer anderen Gegend? Glaube ich nicht.
So intelligent sind die nicht. Nö, nö, nö. Ja, nur wir sind intelligent. Wir sind Intellent. Ja. Oh ja. Okay. Mein Intellekt ist voll hoch. Voll hoch. Gut. Jo. Wo sind die? Da. Ich sehe sie nicht. Siehst du sie? Nö. Gerade nicht. Okay. Gehen wir da hoch. Dann gucke ich nochmal nach der Kiste, weil es ist gerade Tag. Jo. Und dann. Und bei uns ist gerade 19 Uhr. 19 Uhr. 19 Uhr 1. 19 Uhr 1, da hast du recht. Ja, und die Kirche wird schon wieder mal 5 Minuten klingeln. Da freue ich mich drauf. 5 Minuten? Ja, wenn es zu bestimmten Uhrzeiten klingelt, die 5 Minuten. Okay. Jo, die, warum nicht? Da geht die echt ab. Ich habe ja mal in einer Folge was wegen diesen Übungsalarmen gesagt, ne, bei mir. Mhm. Einer hat mir dann geschrieben, Alter, wie dumm bist du eigentlich? Die machen doch keine Übungen. Das kann es gar nicht sein, weil wenn dann wirklich mal ein Alarm ist, dann glaubt den keiner. Also es ist so, ich habe mich da noch mal ein bisschen schlau gemacht. Die Übung beginnt mit einem einminütigen Dauerton, der heißt Entwarnung. Da ist eine Waffenbox, es ist keine Einbildung. Ich merke mir jetzt genau da die Stelle. Da bin ich skeptisch. So, schau mal in diese Richtung. Sneak dich bitte. Gut, jetzt schau ein bisschen, siehst du die nicht? Ich sehe hier da eigentlich nicht. Ist eine. Wie weit ist die denn weg? Weil ich habe ja hier schau, nur Sichtweise schau mal auf normal. Den Fluss. Ja. So, und jetzt schau. Wie soll schau ich mal das? Auf diesen Sanktberg hier. So, und dann geh jetzt vorsichtig langsam nach links auf die Höhe von den Bäumen und dann müsstest du die eigentlich sehen. Aber ich kann dir das so nicht zeigen. Das ist blöd. Höhe von den Bäumen? Ich halte hier gerade Ausschau. Das Blödste wäre jetzt, wenn die sich von hinten anpirschen würden, die Gegner. Also ich sehe die jetzt echt nicht. Ich würde sagen, wir beenden jetzt die Folge. Die müsste jetzt zu Ende sein, oder? Die ist jetzt zu Ende. Dann beenden wir die jetzt und nächste Folge gehen wir dann nochmal hin und da machen wir die Anspielung, weil jetzt weiß ich den Weg etwa. Okay, dann war es das auch schon wieder von dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Tschüss. Tschüss.